Ich will ehrlich sein mit euch. Ich bin gegen die Homo-Ehe. Für die Ehe! Ich will keine Homo-Ehe. Ich bin gegen die Homo-Ehe, weil ich für die Ehe für alle bin. Und ich will keine Homo-Ehe, weil ich nicht Homo-Rechte, sondern die gleichen Rechte für alle will. Ich bin nicht für die Homo-Liebe, ich bin für die Liebe. Denn ich liebe nicht Homos, ich liebe Menschen. Ich bin dagegen, etwas anders zu nennen, was nicht anders ist, was nicht anders sein sollte. Was ich will, was wir wollen, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit für eine liberale Schweiz mit einer liberalen Verfassung sein sollte, das sind gleiche Rechte für alle. Gleiche Rechte für alle und damit auch die Ehe für alle. Das heißt, sich das Ja-Wort geben können. Das heißt, der Zugang zum Adoptionsverfahren. Und das heißt, der Zugang zur Fortpflanzungsmedizin. Das heißt Liebe. Das heißt liberal. Und das heißt eine progressive, eine vorwärtsschreitende Schweiz. Wieso soll sich eine Gruppe eintragen lassen und die andere heiraten dürfen? Wieso sollen die einen als Pflegeeltern akzeptiert und die anderen adoptieren können? Wieso sollen sich die einen den Kinderwunsch in der Schweiz und die anderen im Ausland erfüllen müssen? Ich will keine Homo-Ehe. Ich will die gleichen Rechte für alle. Und ich warte. Ich warte hier und jetzt. Und die Schweiz wartet. Die Schweiz, die ist sich gewohnt zu warten. In der Schweiz haben Katholikinnen gewartet, Protestanten zu heiraten. In der Schweiz haben Bürgerliche gewartet, adelig zu heiraten. Und in der Schweiz, ja, da haben die Frauen haben lange gewartet, bis die Männer sie haben abstimmen lassen. Und immer noch warten zahlreiche Liebende in diesem Land, dass sie sich das Ja-Wort geben können. Wir warten nicht, weil wir es lässig finden zu warten, sondern wir warten, weil das Parlament seit 5 Jahren wartet. Wieso? Das weiß ich beim besten Willen nicht. Wir warten darauf, dass das Parlament den Entscheid fällt für die Ehe für alle. Einen Entscheid, der bereits in unserer Verfassung verankert ist. Denn dort steht, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Dort steht, das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet. Und ich finde, die Schweiz hat lange genug gewartet. Sie hat lange genug stillgesessen. Und heute warten wir nicht. Heute bewegen wir uns vorwärts. Heute laufen wir. Wir laufen heute nicht für die Homo-Ehe. Wir laufen heute für unsere Grundrechte. Wir laufen heute für unsere Grundrechte, die uns per Verfassung zustehen. Und mir ist egal, ob du oder du heiraten willst. Mir ist egal, ob deine Freundin, dein Bruder, deine Cousine, dein Onkel oder sonst wer heiraten will. Eigentlich ist mir sogar egal, was du von der Heirat hältst. Denn heute laufen wir, damit sich jede einzelne Person verwirklichen kann. Wir laufen für eine Gesellschaft, die wir gestalten können. Wir laufen für eine Schweiz, die wir verwirklichen wollen. Happy Pride!